Mag. Gamme. Madame. Ja, Maga. Magam. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français?
Mein Name ist Michel Petit. Michel Petit. Ich bin Franzose. Je suis français. Und ich spreche Französisch. Je parle français. Und ich will Ihnen helfen, die ungewöhnliche Geschichte dieser drei Wesen zu verstehen, die da gerade aus dem All gekommen sind. Sie haben gemerkt, dass bisher ein einziger französischer Satz gesprochen wurde. Parlez-vous français? Sprechen Sie Französisch? Nun, falls Sie wirklich schon früher ein wenig Französisch gelernt haben, wird Ihnen unser Kurs besonders leicht fallen und hoffentlich trotzdem Spaß machen. Wenn Sie noch kein Französisch können, dann wird sich das bald ändern, wenn Sie an den 39 Gamma-Abenteuern teilnehmen und aus ihnen etwas machen. Meine Aufgabe ist es, Ihnen zu helfen. Sie haben die drei nun landen sehen. Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Sind es etwa die Gammas vom Stern Gamma, von denen man spricht? Die Gammas. Les Gamma. Nun, die drei werden jedenfalls noch eine Menge Staub in Frankreich aufwirbeln. Wenn Sie zuschauen, werden Sie es ja erleben. Und noch eines werden Sie heute merken. Den drei Typen geht es so wie den meisten von Ihnen. Sie können kein Französisch. Eine glänzende Gelegenheit, es mit Ihnen zu lernen. Machen Sie mit? Gut, fangen wir an. Parler. Parler. Das heißt sprechen. Das ER am Wortende wird wie E ausgesprochen. Parler. Vous parlez. Sie sprechen. Zum Beispiel Sie, die Zuschauer. Vous parlez. Sie sehen, in dieser sogenannten Höflichkeitsform endet das Wort parler mit den Buchstaben EZ. Aber auch hier bleibt die Aussprache E. Vous parlez. Und jetzt drehen wir den Satz vous parlez um und machen daraus eine Frage. Parlez-vous? Sprechen Sie? Parlez-vous? Parlez-vous français? Sie sehen das kleine Zeichen unter dem C von français. La cédille bedeutet nur, dass das C nicht wie K ausgesprochen wird, sondern wie S. Also français. Lesen Sie mal, was hier geschrieben steht. Parlez-vous français? Merci. Gewiss möchten Sie wissen, was Sie bei diesem Kurs lernen und erreichen können. Nun, Sie werden sich in die französische Sprache sehr schnell einhören. Und bald wird sie nicht mehr so fremd klingen. Sie werden immer mehr Französisch verstehen und lesen können. Und wenn Sie aktiv mitmachen, dann werden Sie auch bald manches sprechen können. Vor allem lernen Sie durch Les Gamas, Les Gamas die wichtigsten Satzmuster der französischen Sprache und einige hundert Wörter. Bald mehr zur Art des Lernens, denn wir haben nicht nur die Fernsehsendungen, sondern auch anderes Lehrmaterial. Aber jetzt zurück nach Frankreich. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Parlez-vous français?
Parlez-vous français? Oui. Moi, je parle français. Moi, je suis français. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Kama? Kama? Ah, vous êtes des gamins? Mon Dieu, Roger, j'ai peur. Ce sont des gamins! Des gars? Des gars? Des quoi? Des gamins! Des gamins? Ah! Gamme. Oh. Lily. Les gars. Lily. Mon bouton. Le bouton. C'est un bouton. C'est un bouton. Encore des boutons. C'est un bouton? Non, c'est une cravate. C'est une cravate. Une perruque. C'est une perruque. C'est une cravate. Les gamins, où sont les gamins? Qui êtes-vous? Roger! Roger heißt er also, der erste Augenzeuge des kaum zu glaubenden Geschehens. Er wollte wissen, wer die drei mit der Kugel sind. Er fragte, qui êtes-vous? Wer seid ihr? Wer sind sie? Qui êtes-vous? Und als er merkte, dass ihre Sprache nur aus den Buchstaben G-A-M bestand, dachte er, das sind vielleicht die Gammas vom Stern Gamma. Darum fragte er sie, vous êtes des Gamma? Ihr seid Gammas? Vous êtes des Gamma? Die Gamma heißt also einfach Gammas.
nämlich irgendwelche von den vielen, die es vermutlich gibt. Dagegen heißt Legama nicht Gamas, sondern die Gamas. Entweder alle Gamas oder ganz bestimmte. Zum Beispiel die, die vorhin gelandet sind. Seine Mädchen Lili, erklärte Roger. Ce sont des Gamas. Es sind Gamas. Oder das sind Gamas. Ce sont des Gamas. Wir haben vorhin gehört, was Knöpfe auf Französisch heißt, nämlich des Boutons. Ce sont des Boutons heißt dementsprechend, es sind Knöpfe. Ce sont des Boutons. Wir haben das aber nicht nur in der Mehrzahl gehört, sondern auch in der Einzahl. C'est un bouton. Das ist ein Knopf. Das T von c'est wird mit un verbunden. Also nicht c'est un bouton, sondern c'est un bouton. Das nennt man eine Bindung. Auf Französisch liaison. Wollen Sie es mal laut mitsprechen? C'est un bouton. C'est un bouton. Merci. Wenn Sie von den Gamma-Geschichten viel profitieren wollen, sollten Sie nicht nur unsere Fernsehsendungen anschauen. Legama Legama ist ein Kurs im Medienverbund. Das heißt, Ihnen stehen zum Lernen mehrere Medien zur Verfügung, nämlich mehrere Lernmittel. Erstens unsere Fernsehsendungen, zweitens ein Begleitbuch für je 13 Sendungen, nicht ganz so groß wie das hier, und drittens Tonkassetten. Die Fernsehsendungen können Sie leider nur sehen, wenn wir sie ausstrahlen. Mit den Büchern und den Kassetten dagegen können Sie arbeiten, wann und so viel Sie wollen. Im Buch finden Sie den französischen Dialog der Gamma-Szenen in gekürzter Form und daneben immer die deutsche Übersetzung. Neben dem Dialog sind Erklärungen. Und auf Merkfeldern finden Sie das, was Sie sich einprägen sollen. Außerdem enthält das Buch Übungen, wichtige Merksätze für Touristen und ein Lexikon. Für die Aussprache helfen Ihnen am meisten die Tonkassetten. Aber auch wer gar nicht lernen will, kann sich über die Abenteuer der Gamas amüsieren. Übrigens, wo sind die Gamas? Où sont les Gamas? Les gamas, les gamas, les gamas existent. Gamma, gamma, gamma.
sont là. Les gamas existent. Ils sont là-bas. Les gamas existent? Oui, monsieur. Les gamas existent. Ils sont là-bas. Ah, les gamas existent. Attention, danger! Attention, danger! Non! Non! Attention, danger! Attention, danger! Non! Attention! Attention, danger! 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 Attention! Les gamas. Où sont les gamas? Là. Merci, monsieur. Roger. Mon petit Roger. Les gamas. Voilà les gamas. Mais non! Les gamas ont les cheveux longs. Ben voilà les gamas. Silence! Haut les mains. Haut les mains. Où sont les gamas? Roger! Mon petit Roger! Viens avec moi! Non! Je cherche les gamas! Je cherche les gamas! Je cherche les gamas! Roger! Yeah.